Moin Leute, ich begrüße euch ganz herzlich auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Kai Stüven von der Firma Stüven Kfz Alarm in Hamburg. Wir beschäftigen uns seit 3 Jahrzehnten mit dem Thema Fahrzeugsicherheit und sind dafür in Deutschland Marktführer. Und in meinem heutigen Video ist der Hauptdarsteller ein BMW M3 CS und eine neue Pandora-Alarmanlage, die DXL 4790L oder auch Elite V2 genannt. Dieses Alarmsystem verfügt über einen zusätzlichen UKW-Pager, der sendet im Megahertz-Bereich 883 und realisiert dadurch eine Reichweite mit der separaten Bluetooth-Antenne von über 1,5 Kilometern. Dann stellt euch wahrscheinlich die Frage, wozu brauche ich einen Pager, wenn ich immer mein Handy dabei habe? Ja, das ist richtig, aber der Vorteil ist, dass ihr hier auch benachrichtigt werdet, wenn das Fahrzeug irgendwo steht, zum Beispiel in der letzten Ecke von der Tiefgarage, wo es keinen GSM-Empfang gibt. Dann sendet die starke UKW-Antenne zu eurem Pager mit einer sehr, sehr hohen Reichweite. Das ist von vielen Kunden gewünscht. Zum Beispiel Porsche-Fahrern, denen sie häufig die Felgen in der Tiefgarage klauen, die würden schon gerne benachrichtigt werden, wenn das Alarmsystem einen Alarm auslöst. Was kann das Alarmsystem zusätzlich noch? Es verfügt über Bluetooth 5.0 und über 4G-Technologie, 4G-LTE-Technologie. Das heißt, das sind die neuesten Standards, die man zurzeit erfüllen kann. Und daran kann man sehen, dass Pandora sehr, sehr viel Geld in die Hand nimmt, um diese Sachen A, zertifizieren zu lassen, die Bluetooth-Zertifikate zu kaufen. Und natürlich haben wir auch eine Tachem-Zertifizierung, was natürlich das Maximum an Sicherheit darstellt, wenn dieses System zertifiziert ist, dass ihr im Ausland sehr hohe Versicherungsrabatte bekommt. Gibt es bei uns in Deutschland leider noch nicht, also noch nicht bei vielen Versicherungen. Viele erkennen das mittlerweile an, wenn ein Alarmsystem Tachem zertifiziert ist. Auch ein Vorteil von diesem Alarmsystem. Kompatibilität zu den Fahrzeugen. Wir haben hier 3 CAN-Bus-Strecken, das heißt 3 verschiedene CAN-Bus-Strecken können ausgelesen werden und teilweise auch Kommandos geschrieben werden. Und wir haben 2 LINBUS-Strecken. Also diese Alarmanlage bietet wirklich alles, was zurzeit ein Alarmsystem heute kann. App-Steuerung, Handy-Steuerung, wir haben über 12 Bluetooth-Kanäle, wo wir zusätzliche DMS-Sensoren oder Relais anlernen können oder die Funksirenen anlernen können, Transponder anlernen können. Und der Pager funktioniert auch im Bluetooth-Bereich. Also dieses System kann wirklich alles, was zurzeit auf dem Markt zur Verfügung ist. Wie das Ganze in der Praxis funktioniert, das möchte ich euch jetzt mal an einem BMW i93 demonstrieren. Wie einfach es ist, so ein Fahrzeug spurlos zu öffnen und zu entwenden, zeigt euch mein Freund Alexei Krutschanow von der Firma Ugonanet in seinen beeindruckenden Videos. Wie Schlüssel an dem Fahrzeug angelernt werden, wie Frequenzen verlängert werden, wie einfach es ist, werkseitige Alarmsysteme und Ortungssysteme außer Kraft zu setzen. Wie man sich davor schützen kann, zeigt sein Landsmann André Petroni von der Firma Pandora. Was ich besonders beeindruckend fand bei meinem Besuch in dem Werk, ist natürlich einmal die gesamte Entwicklung und wie groß der russische Markt ist. Wenn man überlegt, dass wir hier in Deutschland nur ein paar tausend Alarmanlagen verkaufen und die teuersten Fahrzeuge an den Straßen haben und dort in Russland fast 2 Millionen Alarmanlagen verkauft werden, ist das schier unglaublich. Ist mit Sicherheit auch dem Hintergrund geschuldet, dass deutsche Versicherungen da hohe Nachlässe geben, wenn man sich so ein Pandora-System installiert. Im App Store findet ihr die Pandora Online-App. Die Zugänge findet ihr auf der Codecard. Die rubbelt ihr euch frei, tragt die ein und schon seid ihr mit eurem Fahrzeug verbunden. Die Bedienung kinderleicht. Ihr könnt euer Fahrzeug weiterhin über das Keyless Go schärfen und entschärfen. Alternativ auch über den BMW-Schlüssel, wenn ihr kein Keyless Go habt. Und ihr könnt es jetzt natürlich auch über die Pandora-App machen aus der Ferne. Was mir richtig gut an der Pandora-App gefällt, dass ich meine Sensoren je nach Sicherheitsbedarf ein- und ausschalten kann. Bewegungssensor, Lagesensor und Schocksensor. Und auch hier kann ich den Voralarm und den Vollalarm stufenlos einstellen. Und ich bekomme sofort eine Push-Mitteilung vom Server, dass mein Fahrzeug angegriffen worden ist. Und natürlich auch über die App, über meine Telefonverbindung. Mithilfe des DMS-100 Bluetooth-Schocksensors können wir teure Anbauteile wie LED-Scheinwerfer oder diese Spiegel optimal schützen. Der ist auch von der Empfindlichkeit stufenlos einstellbar. Wenn jetzt jemand versucht, hier die Spiegelkappe zu entfernen, dann gibt es natürlich auch sofort den Vollalarm.
Was in anderen EU-Nachbarländern schon lange von Versicherungen Vorschrift ist, nämlich eine Faktor-2-Authentifizierung, hat die Pandora-Alarmanlage natürlich auch in Form von zwei Bluetooth-Tags. Wenn ich jetzt das Fahrzeug versuche zu entwenden, weil ich einen nachgemachten BMW-Schlüssel habe oder die Frequenz verlängere, dann werdet ihr mal sehen, was dann passiert. Ich lasse jetzt mal den Bluetooth-Tag hier in so einer Keyless Go-Mappe verschwinden. Wir sehen jetzt auf dem Handy, dass das System den Tag gleich nicht mehr erkennt. Und wenn ich jetzt zum Fahrzeug komme und möchte das Auto ohne den Tag öffnen, dann hören wir schon, die Alarmanlage chippt nicht mehr zweimal. Sie sieht nämlich, dass der Tag nicht da ist. Wenn ich jetzt die Tür öffne, kann ich die Zeit einstellen, wie lange es dauert, bis die Alarmanlage den Alarm auslöst. Wir bekommen jetzt hier auf meiner Watch schon die Vibration, habe hier die SMS von meinem Alarmsystem und bekommen hier auch zeitgleich den Anruf von der Pandora-Alarmanlage, dass das Fahrzeug angegriffen wird. Im Menüpunkt Statusverlauf finde ich alles, was jemals von der Alarmanlage erkannt worden ist. Jeder Alarm, Zündung an, Zündung aus, wann das Fahrzeug getankt worden ist, geöffnet worden ist. Alle Informationen sind hier gespeichert. Das gibt mir jegliche Information, was an meinem Fahrzeug jemals vorgefallen ist. Das Alarmsystem gibt uns zwei verschiedene Optionen der Wegfahrsperren. Einmal eine physische Wegfahrsperre über ein Relais und zum Zweiten auch die Möglichkeit, es über ein sogenanntes Canvas-Blogging zu machen. Ob das von eurem Fahrzeug unterstützt wird, findet ihr auf der Seite loader.alarmtrade.ru. Da könnt ihr sehen, welche Kommandos die Alarmanlage liest und welche sie schreibt. So, die Bluetooth-Token habe ich jetzt mal ganz kurz außer Reichweite gebracht, wie wir hier sehr schön sehen können. Wenn ich jetzt zum Fahrzeug komme und will das Fahrzeug starten, dann funktioniert das nämlich hier nicht und die Alarmanlage löst auch jetzt sofort einen Alarm aus, weil der Bluetooth-Token nicht in Reichweite ist. Was mir richtig gut gefällt an dem Pandora-System ist die Bluetooth-Technologie mit dem DMS-BT100-Sensor Zusatzkomponenten zu schützen, mit der Bluetooth-Sirene kabellos überall im Fahrzeug die Sirene platzieren zu können. Gerade bei so teuren Neuwagen wie bei dem Porsche 992 ist das ein riesengroßer Vorteil. Was ich auch richtig gut finde, dass wir über die App oder über den PC mit dem Login alle möglichen Daten von dem Fahrzeug sehen können, selbst den, wann ihr das letzte Mal getankt habt, alle Strecken, wann ihr losgefahren seid, wenn ihr das Auto wieder abgestellt habt, das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal der Alarmanlage. Wichtig natürlich für so teure Sportwagen, die relativ selten genutzt werden, ist der sehr, sehr geringe Stromverbrauch von nur so 4 bis 6 mA oder bei Fahrzeugen wie der BMW, der eigentlich so gut wie nie gefahren wird. Also das ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal von dem Pandora-System. Um das gesamte Potenzial von so einem hochkomplexen Sicherheitssystem ausschöpfen zu können, arbeiten meine russischen Mitarbeiter und Ingenieure Hand in Hand täglich mit den Entwicklern von diesem System in Moskau zusammen. Und so können wir sicherstellen, dass diese Systeme über Jahre hinweg störungsfrei in so modernen Fahrzeugen funktionieren. Wichtig ist, wenn ihr euch Zubehör in euer Fahrzeug einbaut, dass diese eine E-Prüfung und eine CE-Prüfung haben, damit ihr keine Garantieansprüche vom Hersteller abgelehnt bekommt. Wir haben bundesweiten Einbauservice und arbeiten mit mehreren Kooperationspartnern zusammen. So komplexe Systeme können wir nur in Hamburg einbauen. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken auf die info@kfzalarm.de. Oder noch besser, ihr nutzt unser Kontaktformular auf der kfzalarm.de oder ihr ruft uns an auf der kostenlosen 0800 535 5433. Vielen Dank, euer Kai Stüven.